9. Das ist ganz schön anstrengend, so lange zu trainieren, das sage ich euch. Ich will mal AP Plus benutzen, deswegen mache ich hier gerade mal mit Mikro auf. Ich will Donnerblitz erhöhen. Weil Donnerblitz echt praktisch ist. Nein, 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 nein. Und einmal auf Laubklinge. Oh Gott. Habe ich dadurch jetzt eigentlich wieder? Jo. Okay, weißt du, ich lasse das jetzt gerade nochmal im Video. Die drei Laubklingen. Ich renne hier prinzipiell die ganze Zeit hin und her und warte halt, dass ich irgendwann mal so ein verkacktes Geradax finde. Weil Gewaltrohr zu schlecht ist. Ja, das funktioniert auch. Oh. Toll, so ist verkackt. Gewaltrohr hat in der Höhle leider keine Chancen so wirklich, weil mit Hariyama und so kriegst du viel Schaden. Oh, kann jetzt endlich ein Geradax kommen, ich will die Aufnahme nicht zu lang machen. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Zusammenschnitt in der Siegstraße. Hi. Ihr habt ihr wieder eine Heilung? So. Mittlerweile bei 17 wahrscheinlich. Gut, ich gehe dann wieder trainieren. Die zwei Orte kennt ihr. Bis gleich. So, die Trainingszeiten werden immer länger. Pro Heilung. Das dürften dann nur noch 16 Heilpunkte sein. La 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 la. Dum 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 dum. Um euch einfach mal einen kleinen Überblick zu zeigen bis jetzt. Oh. Ach, noch eine Top-Genesung. Level 47, 48, 46, 47. Ich werde dann noch ein, zwei Mal trainieren. Ich werde vielleicht noch die Trainingspunkte auf unter 10 reduzieren. Naja, wir sehen uns beim nächsten. Jo, wieder da. Jetzt werde ich schnell heilen und dann machen wir endlich mal was Bestimmtes. Wir machen jetzt endlich mal hier das Kaufhaus frei. Einfach weil es schnell geht. Aber ich will das ja im Video haben. Schaufler. Du. Weimar, Knirscher, tot. Und tot. So, geh weg. So, jetzt habt ihr hier mal die Spielhalle gesehen. Wir sehen uns dann wieder. Oh, by the way, ich bin mal in die Eishöhle gegangen und ich habe gerade gesehen, dass Pokémon, was begegnet ist, sind Seemobs. Ja, ich habe vor, mir das jetzt zu fangen. Meeresgrund, schwachen Pokémon, Wasser, Käfer. Als erstes rufen wir Chris in den Kampf.
So, hier hauen wir eine Donnerwelle rein. So, jetzt haben wir Pelipper in den Kampf. Aua. Zugeschlag. Bam. Jawoll. Oh, Pelipper ist tot. Ja, ich möchte trotzdem Pokémon einsetzen. Okay. Tschüss, Pelipper. Ja, blöd. Sollte jetzt eigentlich nicht so laufen, aber naja. Egal. Pelipper, du hast dich für einen guten Zweck geopfert. Und zwar für einen Seemorphs. Ich hoffe, dass es ein gutes Wesen hat. Warum ich hier in der Höhle bin, ich suche nach einem besseren Training dort, aber irgendwie finde ich keinen. Naja, wir sind zusammen wieder im Pokémon Center. So, im Pokémon Center. Bewegen. Tschüss. Pelipper. Oh, shit. Das ist das einzige Pokémon, was fliegen konnte. Ja gut, dann kann ich halt jetzt nicht mehr fliegen, geil. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Seemorphs... Wo ist Seemorphs? Zart. Spätster Vogel. Ja, wird wohl passen. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein Eis-Pokémon oder Wasser-Pokémon. Eins und beiden. Und das hat schon wieder ein Item. Ich werde das jetzt trainieren mit EP-Teiler. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss halt jetzt immer ein bisschen schwimmen. Naja, ich sehe die eh nicht. Bis dann. Also wieder ganz kurz da. In der ja mittlerweile. Ich kein Fliegen gehabt, wird das jetzt ein bisschen problematisch, aber naja, wieder ein Heilpunkt weniger. Aber ich weiß, welches Level die Liga hat, deswegen bereite ich das gleich für die Liga vor, deswegen wir sehen uns dann gleich wieder. Mal wieder auf dem Weg zum Heilen. Ja. Die Level sind dabei schon wesentlich höher als am Anfang. Aber es reicht immer nicht für die Liga. Naja, ja. Das ist eine Arbeit, sag ich euch. Ja, hier oben haben wir ein Level. War vielleicht auch schon Level 46. Ja, Ich glaube, den Waldrolle bin ich nicht so gut. Ich werde dann später auch mit dem Peter wahrscheinlich hochziehen. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, ja, und mal wieder ein Heilpunkt weniger. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch machen werde, aber naja. Ihr seht, das Level ist jetzt so langsam mal im 50er Bereich. Teils auch Mitte. Das ist unser neues Reiser. Von den Stats bisher. Ja, und ich denke doch, dass das was reißen kann zumindest. Ja. Gut. Ich wollte nur die Heilung reinmachen. Ihr wollt nicht wissen, wie viel ich trainiere. Ey. Boah, das dauert vielleicht. Könnt euch gar nicht glücklich schätzen, wie viel, dass ich das rauskarte. Ich meine, ich muss hier jedes Mal rennen, prinzipiell, bis ich entweder ein Krakelo, ein Golbat oder ein Stolrak finde. Und das so lange, bis die HP bzw. bis die AP leer sind. Das kann unter anderem schon echt lange dauern, trotz Turbo. Wie ihr seht, kommt gerade gar nichts. Und deswegen, ja. Bis zum nächsten Part. Oder bis zum nächsten Teiltraining oder Heilpunkt. Whatever. Bis gleich. So. Ja, wieder eine Trainingssession vorbei. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Hey. Ich hab zu viele Heilpunkte. Definitiv. Leveltechnisch sieht es so aus. Für die, die sich fragen, warum ich jetzt aufgehört habe bei ihm, guckt auf die AP. Oder bei ihm hier. Ja. Ich sagte recht. Alles null. Das hier sind so die zwei, die ich hier gut trainieren kann. Kann ich gar nicht trainieren. Geht.
und naja, mehr schlecht als recht. Hier haben wir jetzt alle Level 56. Ich denke, das langt dann auch jetzt. Wir gehen uns jetzt noch ein letztes Mal heilen. Und dann werde ich ja sehen, ob ich da jetzt noch direkt den nächsten Part anfange oder nicht. Aber auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn wir wieder normal spielen. Ich werde mich bis dahin erkundigen, wo wir ewiges Eis herbekommen. Für unser kleines Reiser. Oder haben wir das schon? Mal gucken. Zack. Okay, schalte PC ein. PC von Kay. Nehmen. Nö. Okay. Wir nehmen uns aber auf jeden Fall alle Sonderbonbons mit. So. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Rubin Eishockey Challenge. Wahrscheinlich wird das noch in diesem Video sein, deswegen sage ich auch mal eventuell nur bis in 1-2 Sekunden. Also bis dann. Ciao.